Show und Tradition haben im November die Gedenkveranstaltungen am Mahnmal Feld des Jammers in Pretzenheim. Im Mittelpunkt stand in diesem Jahr auch wieder eine ökumenische Andacht. Lena Wilhelm war für nahe.tv vor Ort gewesen. Aufmarsch der rechtsextremen NPD in Pretzenheim. Am Feld des Jammers gedenken sie der Opfer der Kriegsgefangenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Nur 26 Anhänger der NPD fanden sich dort zusammen. Begleitet wurden sie von einem Polizeiaufgebot und heftigen Zwischenrufen. Die Leute sind verhungert. Da geht's schon los. Ja. Wo ist er? Beschweren half da auch nicht mehr. Knapp eine Stunde später versammeln sich rund 350 Gegendemonstranten, um gemeinsam einen ökumenischen Gottesdienst zu feiern. Ich glaube, dass wir den Mut haben müssen in unserer Zeit, wo das unendlich einfacher ist als in anderen Ländern oder zu früheren Zeiten bei uns, zu stehen. Und insoweit muss man das ertragen. Ich kann nur alle, die in dieser Szene sich bewegen, des Rechtsradikalismus auffordern, zu denken. Also klar ist, dass wir Gesicht zeigen müssen, dass die Mehrheit, die ganz, ganz, ganz große Mehrheit in unserer Gesellschaft für die demokratischen Werte einsteht und dass es nicht wieder so passieren darf, was einst in der dunklen Geschichte bei uns passiert hat. Ein allgemeines NPD-Verbot wird derzeit diskutiert. Viele Bürger wollen dem Rechtsextremismus aber schon jetzt keinen Raum mehr lassen.